Heya! Noch einer? Los, lauf mit den anderen nach Hause! Herr, hab doch Gnade! Wir können nirgendwo hin! Für uns heißt es Novigrad oder der Tod! Jetzt reicht's mir aber mit euch! Schiebt ab! Sonst lasse ich euch aufspießen! Sie sind verzweifelt. Lass sie durch. Ich sehe nicht, was daran schlimm sein soll. Verdammt nochmal, wie oft muss ich es wiederholen? Ich habe Befehl, jeden abzuweisen, der keinen Passierschein hat. Lass die Leute durch. Jawohl. Danke. Wir können nirgends mehr hin. Novigrad, das ist eine Chance auf ein neues Leben. Bleibt von den Straßen weg, sonst lauft ihr in die nächste Patrouille. Das soll uns nicht nochmal passieren. Wir werden vorsichtig sein wie Hasen auf offenem Felde. Aber du bist doch ein anderes Kaliber als wir. Eher wie der Held, der im Grab in den Buckelhügeln liegt. Das Grab befindet sich in einer Höhle in den Hügeln. Die Leute sagen, dass darin unglaubliche Schätze liegen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Viel Glück! Schneller. Hoho, Geralt der Rivier. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... Verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Fifi, als er Verstopfung hatte. Na gut, sie kann bleiben. Unter einer Bedingung. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwind? Sicher. Spielen wir.
Das war eine dumme Idee. Du warst diejenige, die spielen wollte. Sie kommen! Da kommen sie! Priscilla, bleib hier. Rittersporn! Verdammt! Geralt, ihm nach! Überlass die hier uns! Komm schon! Verdammt! Hier sind sie durch. Wir verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Die Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Sieh sich den einer an. Beruhige dich, Plötze. Das sind nur Bienen. Hufspuren. Ein Bier wäre jetzt genau richtig. Ist hier jemand vorbeigeritten? Zwei Männer? Einer davon war wie ein Sack über den Sattel geworfen. Oh ja, da ist jemand vorbeigeritten. Ist dort links abgebogen. Aber er hat eine Frau dabei gehabt, ganz sicher. So wie sie gekreischt und geheult hat. Sieht aus, als würde es lahmen. Was hat denn erwartet? Dass ich ihm die Beine abhacke? Ich wusste nicht mal, was er überhaupt wollte. Meinst du, jemand hat geplaudert? Ihr Pferd ist zusammengebrochen. Sie können nicht mehr weit sein. Mit wem sollte er sich denn besaufen? Mit den Hexenjägern? So blöd. Hey du! Was zur Hölle ist hier los? Was ist los? Sag du's uns! Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja. Permanent am Faseln. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wo ist dieser andere Zugang? Bist du etwa neugierig? Das ist ein ganz normaler Tunnel, ein Fluchtweg, falls es Probleme gibt. Wir lassen da keine Fremden rein, geschweige denn zeigen wir ihnen den Tunnel. Und da... Sei still! Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Danke.
Und woher weiß ich, dass du keine Dummheiten machst? Ich gehe mit dir. Ich habe ja eh keine andere Wahl, oder? Und keine Mätzchen. Ich kann dir den Hals umdrehen wie eine Masthähnchen. Verstanden? Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keinen Wert für dich, aber lebendig. Wie gesagt, 100 Goldbarren. 100 Goldbarren. Nicht mehr, nicht weniger. Oder ich will nicht Julian Alfred Tankert, Viscount der letzten Hofe sein. Viscount, bitte, dich nennt doch jeder Ritterstaub. Das, mein Freund, nennt man Pseudonym. Ich kann doch nicht jedem dahergelaufenen Idioten einen tollen Titel auf die Nase binden. Wenn du mich jetzt losmachen könntest. Du hast eine weise Wahl getroffen. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald. Still, ich höre doch was. Wie? Nein, weißt du, ich und dein Leben. Hier pass mich. Sterb, verdammt! Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ah, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was... Komm mit, reden wir draußen. Priscilla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan, aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist. Hast du sie nicht gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß, dass du ihr helfen wolltest. Aber ich verstehe nicht ganz, warum du ausgerechnet zu Hurensohn Junior gegangen bist. Mir ist sonst niemand eingefallen. Mit mehr Zeit hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber Ciri meinte, die wilde Jagd sei ihr auf den Fersen. Hurensohn schien vergleichsweise harmlos. Es ist was schiefgelaufen. Dann weißt du schon alles? Du bist doch wohl nicht sauer. Mein Plan war perfekt. Theoretisch jedenfalls. Wie hätte ich wissen können, dass Menge hinter Dudu her war? Ich habe genug von deinem Plan gehört. Jetzt muss ich wissen, was mit Ciri geschehen ist. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Es muss sein! Wir sind fast da! Jetzt!
macht schon. Verdammt noch. Ist das Prügel? Sie wollen zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Ciri? Verdammt! Nehmt diesen Mann fest! Ach, was für ein Abenteuer! Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Soltan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Ist das alles, was dich kümmert? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Hurensohn ist tot. Oh, Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hatte es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Sigi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Ach, das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Oder bei sich selbst? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafeil ilain, ketmil foli. Gledif dorn epteneit, bundro itne iakus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein.
Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja? Na schön. Lebt wohl. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Geh mir aus dem Weg. Willkommen, Meister Hexer. Ich habe die Nachricht gelesen. Der Auftrag interessiert mich. Das ist gut. Großartig. Ich heiße Brian Hodge. Ich habe den Zettel aufgehängt. Ich brauche Informationen. Ja, natürlich. Durch einige bedauerliche Ereignisse bin ich in den Besitz eines Waldes gekommen, der gerodet werden sollte. Bei Novigrad, weit weg von den Straßen, nahe am Hafen. Leicht verdientes Gold. Ich musste nur Holzfäller anheuern und Münzen zählen. Mich interessiert das Monster, nicht dein Geschäft. Das hängt alles zusammen. Pass auf. Ich heuerte Zwergenholzfäller an, aber sie sagten, im Wald würde es spuken. Ich hielt sie nur für faul. Dann... Eines Tages sind sie in den Wald gegangen und nur einer ist wieder rausgekommen. Er sagte, eine Art Waldteufel hätte sie angegriffen. Reden wir über meinen Lohn. Das Angebot ist nicht hoch genug. Na schön. Sagen wir, das ist ein Preis, den ich zu zahlen bereit bin. Ich übernehme den Auftrag. Wo finde ich diesen Holzfäller? Hier irgendwo. Zuletzt hat er seinen Lohn versoffen. Zu Ehren seiner toten Kameraden. Willst du mich beißen, Wölfchen? Oh. Finsternis. Überall Finsternis um mich herum. Willkommen, Reisender. Trink mit mir, du Schwanzlutscher. Gib dir was hinter die Binde, damit meine Freunde in Frieden ruhen. Sie wurden fertig gemacht, aber ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung, wen oder was ich verfluchen soll. Ich habe mit Brian Hodge gesprochen. Er hat mir vom Tod deiner Kameraden erzählt. Das Arschloch.
Wir haben ihm gesagt, dass sich was Schreckliches im Wald rumtreibt. Aber er wollte nicht hören. Er hat mich angeheuert. Er will, dass ich die Bestie finde, die dich und deine Freunde angegriffen hat. Wirklich? Nun, dann nehme ich zurück, was ich gesagt habe. Guter Mann, Brean. Aber ein Halbling. Erzähl mir von dem Angriff. Woran erinnerst du dich? Wir waren auf dem Weg aus dem Wald, mit Holz beladen wie Packpferde. Plötzlich hörten wir ein Heulen wie von einem Wolf, einem Rudelführer. Wir sind gerannt, aber das Wagenrad ist stecken geblieben. Magnus Richter rief, ich solle die Armbrüste aus der Hütte holen. Also bin ich los. Als ich zum Wald zurückkam, alle massakriert. Ich habe meine Freunde nicht wiedererkannt. Danke, das war wirklich hilfreich. Töte das Scheißding, ja? Wir haben jetzt Buchweizen statt Roggen anbauen. Doch, ich weiß. Mein Bruder ist in Temerien geblieben. Es gibt keine Hoffnung mehr für ihn, oder? Heya! Komm schon, Straße. Leute, Leute. Wir wollen Monster töten. Du gehst deinen Weg, ich geh meinen. Die Holzfällerhütte. Ich muss den Ort finden, wo sie gestorben sind. Tiefe Rillen. Hier muss der Holzfällerwagen gehalten haben. Dann sind sie diese Straße runter, vermutlich auf ihre Lichtung zu. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Zwei Zwerge und was Großes. Hat den Felsen zerkratzt, muss wütend gewesen sein und stark. Ein verwundeter Zwerg wollte fliehen, hat stark geblutet. Tiefe Wunde am Rücken, ist verblutet. Er wurde von Wurzeln zu Boden gedrückt, bis er erstickt ist. Alles deutet auf einen Waldschrat hin, einen Jungen. Er ist noch nicht lange hier. Ich muss sein Totem finden. Krähen dienen Waldschraten. In der Nähe des Totems müssten welche sein. Das sind nicht die Vögel eines Waldschrats. Falsche Spur.
Sieh an, ein Waldschrat-Totem. Um es zu zerstören, muss ich ihn reizen und dazu bringen, den Bau zu verlassen.